Herzlich willkommen, liebe Clasher, hier bei mir, dem Thorsten, mit einer Runde Clash of Clans und den True Warriors. Heute mal aus einer ganz anderen Perspektive. Ihr seht das, ich bin aktuell in meinem Dorf. Wir haben ein CK und ich habe wieder ein bisschen rumgespielt. Wir haben sogar gleich zu Anfang hier einen Live-Angriff vom Krümelmonster. Wir gucken mal, was er macht. Er greift hier also fast ausschließlich mit Loons an. Hat noch vier Blitz, zwei Erdbebenzauber. Ich bin mal gespannt, wann er die nutzt. Und weil irgendwie, oder er hat sie vergessen, ich kann es gar nicht genau sagen. Ah, er nimmt sie jetzt. Okay, ich dachte schon, er zündet die nicht mehr. Das war natürlich richtig im allerletzten Moment. Mein lieber Schieber, das hat er verpennt. Das hat er verpennt. Muss man so sagen. So wie ich das sehe. Okay, das wird jetzt natürlich schwer, die La zu erreichen, aber die Queen ist noch zündbar, hat Heiler im Gepäck und vielleicht wird das ja noch ein 3-Stern. Jetzt kommen noch ein paar Lakaien und ein Magier dazu. Er hat noch ein Aufräumkommando dabei mit zwei Barbaren, einem Bogi und ein Kobold. Mal gucken, er hat noch einen Loon. Der Loon räumt jetzt schon mit ab. Ach, die haben die Lage geschafft. Jetzt sehe ich es gerade. Okay, ich hatte gerade den Fokus ein bisschen woanders hin. Und wie ich ja bereits erwähnt habe, habe ich heute ein bisschen rumgespielt. Man sieht das auch. Ich habe mich mal an der Facecam-Geschichte rangewagt und muss sagen, mit etwas Bastelei und mit etwas Konfigurationsproblemen habe ich es denn doch geschafft, mich hier irgendwie so ins Bild reinzubringen. Wenn es manchmal ein bisschen krisselt, dann liegt das einfach an den wirklich schlechten Lichtverhältnissen hier heute Abend bei mir im Zimmer. Und da könnt ihr sicher sein, das stelle ich ab. Super 3 Sterne. Das, was ich aber noch zusätzlich rausgefunden habe, ich wollte euch einen Live-Angriff einmal am Tablet schneiden. Ich wechsle mal eben auf das Tablet drauf und schwupps, da sind wir auf dem Tablet. Jawohl, das klappt richtig gut heute Abend. Und ich würde sagen, wir gehen auch gleich rein. Der Chief muss die 17 machen. Jetzt muss ich mich eben mal ein bisschen konzentrieren. Ich habe alles dabei, jawohl. Sage mal Attack und ich hatte mir eigentlich gedacht, dass ich hier hinten die La wegblitze. Und zwar ist das diese hier. Und komme dann von vorne mit meinen Drachen den Las entgegen. So, hier setzen wir mal gleich einen vor dem Bogiturm. Und dann kommt der Rest hier mit rein. Hier brauchen wir jetzt ein bisschen die Masse. Hier die Loons. Und dann geben wir hier gleich Feuer in der Base. Ich sehe es gerade. Hier gibt es kleine Kleintruppen. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ich sehe gerade, der hat überhaupt keine Kleintruppen gehabt. Und ich lasse den King hier unten mitlaufen. Das hat den einfachen Hintergrund, dass die Drachen in der Base bleiben. Und weil hier oben gleiten sie so ein bisschen raus. Ich scroll mal gerade ein bisschen rein. Jo, das sieht gut aus. Da ist noch ein Bogenschützenturm. Der Loon tankt jetzt so ein bisschen für die Drachen. Die haben jetzt in der Mitte ein bisschen mehr zu tun. Und ich finde, das klappt richtig gut hier. Jawohl, das werden richtig, richtig schöne 3 Sterne. Und dann ist mir das auch gelungen hier. Die Software ist mir heute öfter mal abgestürzt, heute Abend bei den ersten Tests. Sonst hätte ich viel, viel eher angegriffen. Aber das waren hier richtig lecker 3 Sterne. Jawohl, und dann gibt es natürlich jetzt nicht mehr den Gift in der Mitte. Jetzt ist es schon vorbei. Super, super 3 Sterne. Und ich würde sagen, ich baue auch gleich mit dem Barfuß nach. Der Barfuß ist ja im Moment so ein bisschen, oh, jetzt habe ich ganz vergessen, die Zauber nachzubauen. So ein bisschen auf Richtung RH9. Noch zwei Mauern und dann könnte er eigentlich RH9 angehen, aber ich glaube, er wollte ja RH8 erstmal bleiben. Und dann gucken wir mal. Wir springen mal auf mein normales Dorf zurück.
Zack, da sind wir in meinem normalen Dorf. Meine Herren, was klappt das gut? Wunderbar, dann kann ich euch auch noch ein bisschen vom CK zeigen. Ich denke mal, dass meine Folgen jetzt öfter kommen, weil ich es doch jetzt geschafft habe, mal so ein bisschen die Software und die Hardware so einzustellen, dass ich nicht mehr so ganz so viel zusammenfrickeln muss und brauche vermutlich auch den Sound gar nicht mehr nachstellen. Jetzt ist zwar schon abends, ich kann nicht mehr ganz so laut sprechen, kann sein, dass ich den doch noch nachschneide, damit ich ein bisschen lauter und noch ein bisschen klarer rüberkomme. Auch hier sind die Räumlichkeiten nicht gerade audiogerecht, das heißt, ich habe hier einen riesengroßen Raum, nämlich ein ganzes Dach und überhaupt keine Resonanz hier. Ich sehe aber gerade, dass der Patrick endlich wieder ein Erfolgserlebnis hat. Der hat so lange keine 3 Sterne geholt. Und hier aber richtig schön abräumt mit seinen Packer-Hock-Kombinationen und jawohl. Das hat mich auch gefreut, hat er auch selber geschrieben, glaube ich, eben im Chat endlich mal wieder 3 Sterne. Und die waren auch richtig gut, die Sterne, muss ich sagen. Jawohl. 3 Sterne im ersten Wurf, das ist wunderbar. Wir gucken mal weiter. Wer hat hier noch 3 geholt? Daniel, jawohl. Wunderbar. Auch hier, ich habe noch überhaupt noch keinen Angriff geguckt, weil ich mich ausschließlich um diese Aufnahmerei hier ein bisschen gekümmert habe, dass das hier mit mir klappt. Er kommt hier also komplett mit einer Kombi, mit einem Quadrolun heißt es, glaube ich, rein. Das heißt 4 Hunde. Rest lohnt sich. Ich meine, hier in so eine Base kann man die natürlich auch wirklich reinfliegen lassen. Liegt einfach daran, ich glaube, unser Clan-Gegner hat nicht wirklich den Wert drauf gelegt, die Burgen zu füllen. Was für uns gut ist, mir ist es egal, wie der Gegner ist, ob er jetzt stark ist oder schwach ist, was in den Burgen hat, nicht in den Burgen hat. Mir ist wichtig, wir holen hier den Sieg, holen hier richtig viele Sterne und Punkte raus. Ist ja ein 2020. Spielen wir ja auch eher selten. Meistens ja doch dann eher ein, den haben wir gerade gesehen, ein 25, 25 oder 30, 30. Was hat Hubert hier gemacht als RH9 neu? Er hat sich hier auch für ein Go Vibe entschieden. 23 Magier, Donnerwetter. Die habe ich auch schon ewig nicht mehr mitgeschleppt, so viel Magier. Aber er kommt hier richtig gut in die Base rein. Bowler im Gepäck, jawohl. Das passt. Guter Angriff. Ich bin zufrieden. Ich bin, jemand hat mir in den Kommentar geschrieben, ich wäre ab und zu mal ein bisschen zu hart zu meinen Leuten. Ja, bin ich. Aber ich habe auch immer gesagt, auch zu meinen Kindern, wenn ich was spiele, dann spiele ich es richtig. Weil die haben mich ja eigentlich auf diesen Clash of Clans Trip gebracht. Und dementsprechend spiele ich das natürlich jetzt richtig, aber höre dann auch gleich hiermit auf. Die filter ich gleich auch raus. Da gucken wir mal. Jawohl, das waren hier auch richtig schöne 3 Sterne vom Daniel mit einem ganz normalen Go-Vibe. Und ich würde sagen, ich drehe morgen noch eine weitere Folge. Verabschiede mich erstmal. Euer Toto. Clasht.